dass da manchmal so ein paar Weiber ein bisschen... Ah! So, Freunde, wir haben uns heute in Schale geworfen und Louis, der Boss, ist aus dem Urlaub zurück. Heute offizieller Joke-Schild-Beauftragter. Ja, und heute gibt es die neuesten und heißesten... News! Scheiße. Über YouTube Deutschland und wir haben was ganz Besonderes dabei und das ist dieser Ballo. Das Besondere daran ist, der ist ein Ballo, der blau ist. Das ist ein sogenannter Shocking Ball. Vielleicht kennt der ein oder andere den. Der macht nämlich so Schock, Schock, so. Ich habe mich schon erschrocken. Nee, der gibt Elektrostöße. Ich bin geschockt. Elektrostöße von sich in unterschiedlichen Abfolgen. So, man weiß nie, wann die kommen. Wir versuchen heute einfach mal zu reden, während wir diesen Ball in der Hand haben. Das wird total der gescheit. Ist aber natürlich ausgestellt. Noch, ne? Noch, Freunde. Der wird auch die ganze Zeit ausbleiben, weil wir wollen ja keine Schock abbekommen. Aber du verwirrst jetzt wieder die Leute. Joke. Die denken jetzt halt echt, der ist aus. Nein, jetzt ist er wirklich aus, aber wir machen den gleich natürlich nee, an, Leute. Und dann, okay, wo ist der Stift? Oh. Da, ja, Junge. Der war in deinem Anus. Ih, Junge, war in deinem Anus. Junge, scheiße. So, Leute, ich mach den Ball jetzt an und wir fangen direkt an. Okay, das Neueste aus YouTube Deutschland. Paola Maria ist jetzt verlobt. Scheiße. Mit wem denn, Lars? Scheiße. Mit Sascha von... Musst du doch wissen. Von Big Brother. Was? Wer das? Ich hör dich auf, Junge! Ah! Ja, das Ganze konnte man auf Snapchat verfolgen. Sascha Koslowski, der eine Typ von den Außenseitern, hat ihren Antrag gemacht und sie hat scheinbar ja gesagt. Ich frag mich, wenn man das direkt bei Snapchat dann hochstellt und hochlädt, das muss ja dann irgendwie auch schon alles abgesprochen gewesen sein. War das dann auch überhaupt ein richtiger... Ah! Ein richtiger... Ob das ein richtiger Antrag war? Ja, wir wollen ja jetzt keine Fake... Verlobung unterstellen, ja, okay. Freunde. Schlauer Schachzug von Sascha auf jeden Fall, sich Paola Maria jetzt mal zu saven, würde ich sagen. Auf jeden Fall, weil wir kennen ja auch von anderen YouTube-Pärchen, dass da manchmal so ein paar Weiber ein bisschen... Ah! Ein bisschen snit... Ein bisschen snitchen und dann auf einmal irgendwie mit irgendwelchen Cuttern von Banger Musik irgendwas machen. Da haben wir doch direkt auch zum Lyant auch noch ein neues Thema. Ja, guter Übergang, Lars. Und zwar hat Lyant jetzt seine neue Freundin offiziell preisgegeben, kann man sagen. Ah, und zwar wie viel kostet die denn? 5,99. Nee, also man weiß jetzt, wer sie ist. Eine gewisse Katrin, das konnte man auf Snapchat sehen. Und ja. Wir haben sie auch direkt auf Insta abonniert. Okay, und was können wir dazu sagen? Was ist uns aufgefallen? Das Markante ist... Schreckt mich mehr als du. Junge, sie sieht halt auch echt aus wie Ducky B. Blond, so vom Figurtyp auch ein bisschen ähnlich, kann man auf jeden Fall sagen. Und mir fällt nichts mehr ein, ne? Ja, das kann man nicht abstreiten, dass eine gewisse Ähnlichkeit besteht. Deswegen Lyants Beuteschema auf jeden Fall durchschaut, würde ich sagen. Ja. Der Ducky B-Typ. Es hört nicht auf. Ja, Dagi und Lyant haben jetzt beide scheinbar einen neuen Partner, mit dem sie glücklich sind, aber ich denke, da sind immer noch gewisse Spannungen in der Luft. Ja, also man kann, denke ich, auf jeden Fall sagen, da ist vielleicht auch noch so indirekt so ein kleiner Wettkampf. Beide posten immer so Bilder mit ihrem Partner. Ich bin jetzt vielleicht glücklicher als du, du bist glücklicher als ich. Nein, du darfst nicht glücklicher. Scheiße, du nimmst ein. Hey, meine Eier. Was ich mich frage ist, warum hat Lyant jetzt tatsächlich seine Freundin auch in die Öffentlichkeit gestellt, beziehungsweise sie gezeigt, weil die Kenner unter euch, die wissen, er meint ja, das will er nicht nochmal machen, wenn er eine Freundin Stimmt. hat. Die soll nicht in die Öffentlichkeit. Ja, Regel gebrochen, du kleiner Strolch, ne? Warum? Ja, er hat auch gesnitcht. Er hat sich nicht... Ah, scheiße, Mann. Er hat nicht an seinem Wort... Oh, yo, Mann, ey. Das hört nicht mehr auf. Nicht an seinem Wort festgehalten, ich denk mal. Weil er die Leute eifersüchtig machen wollte. Ja, ich hab jetzt seine Freundin ja nicht so. Ich bin glücklich. Ich mach Bild mit der Zunge. Und du redest. Scheiße, ich geb dir immer so. Du lässt dir fast direkt fallen. Der konnte es nicht mehr geheim machen. Ui. Ui. Er war zu glücklich mit ihr, er wollte es der ganzen Welt zeigen. Kann ich aber auch verstehen. Kann man verstehen. Aber da würde ich am Anfang nicht so hingehen und sagen, ja, ich lass sie. Nie wieder. Nee, ich stelle nie mehr in die Öffentlichkeit, das Internet ist im Blöde. Ach, wir versuchen das jetzt ungefähr zum dritten Mal, Leute. Wir haben einfach die ganze Zeit nicht auf Aufnahme gedrückt und wir haben schon so viel Elektroschock abbekommen. Ey. Kann nicht sein. Lyant hat jetzt nochmal Stellung. Sie kennen auch noch Kuh, Mann. Das ist der Ausknopf. Scheiße. So, Lyant hat jetzt nochmal Stellung. Was machst du?
Leint hat jetzt nochmal Stellung bezogen in einem Tweet zu unserem Video. Und zwar meinte er, ach so, weil Katrin blond ist, sieht sie so aus wie Dagi. Was ist das? Alles klar. Die sieht sich einfach null ähnlich, haha. Entweder bist du blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Du willst mich umbringen. Okay, jetzt noch unsere Meinung. Scheiße. Oh, yo. Unsere Junge, hört doch auf. Unsere Meinung dazu, man kann die Personen praktisch, also Katrin und Dagi, nebeneinander stellen und ich würde nicht erkennen, wer was ist. Also ganz ehrlich. So übertrieben ist es jetzt nicht, aber wenn wir mal ehrlich sind, die sehen sich auch schon sehr ähnlich. Also so vom Typus und so, Blondie Stars ist auf jeden Fall, also nicht nur das Blond, auch Figur und so. Ja, au! Alles gleich. Auf, ja, du gibst mir den Ball, ja, redest. Ich wollte den Ball nicht. Jetzt die Frage, ist Katrin jetzt hier so eine Dagi 2.0? Ist sie eine Verbesserung? Ist sie eine Verschlechterung? Das ist die Frage, Junge. Ist eine Dagi 0.0 oder eine Dagi 3.0? Oh, yo. Ich glaube, wenn die leuchten... Jetzt red mal. Scheiße. Also ich denke, in Sachen Geld ist es auf jeden Fall ein Downgrade, weil die ist ja jetzt noch nicht so bekannt, aber vielleicht will Leint ja jetzt wieder auch so eine Make-up-Queen da draus machen und auf einmal folgen die ganzen Tutorials und ich so. Ich hab's gesagt und ich sag's nochmal, wenn es passiert, springe ich aus diesem Fenster mit Videobeweis, Junge. Dann red mal weiter. Danke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, Alter. Upgrade oder Downgrade? Ja, auf jeden Fall viel Glück an dich, Leint. Beide sind ja jetzt, Dagi und Leint, wieder glücklich mit einem neuen Partner. Also find ich cool. Angeblich glücklich. Also viel Spaß und so im Bett. So, wir hoffen, euch hat das Video gefallen, ein bisschen anders, bisschen anders heute, aber es war, denke ich, ganz lustig und das war es dann auch wieder mal von uns, ne? Jetzt das. Noch das Wort zum Sonntag von der lieben Dagi, genießt euren Sonntag in vollen Zügen und manche haben auch noch den letzten Ferientag. Also Freunde, haut rein, fangt den Ball, ciao! Was wolltest du noch sagen? Du hast nicht mal den Ball. Was machst du? Junge. Ja, was wolltest du sagen? Junge, mach aus, Alter, hier, ciao!